Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast zum Thema der rollenbasierten SAP-Lizenzierung. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu können und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast von unserem Partner Snow haben, den Matthijs ten Tuscher. Schauen wir mal auf die heutige Agenda. Zuerst gibt es eine kurze Vorstellung der beiden Referenten. Dann gibt es ein paar aktuelle Themen aus dem Markt. Anschließend als Grundlage einen Überblick über die rollenbasierte SAP-Lizenzierung. Dann stellen die beiden Referenten unsere gemeinsame Lösung dazu vor. Im fünften Punkt haben wir ja Fragen, die Sie sich jetzt stellen sollten, quasi als Handhabe dafür, die Situation in Ihrem Haus zu analysieren. Und der sechste Punkt, klassisch die Frage- und Antwortrunde. Und ich möchte Sie herzlich auffordern, Fragen, die Sie haben, auch gerne in den Chat zu stellen. Die werden wir dann am Ende dort aufnehmen. Kommen wir zum ersten Punkt der Vorstellung der Referenten. Alex, darf ich dich bitten, als allererstes das Zepter zu übernehmen? Das kann ich machen. Ja, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank für die Teilnahme. Mein Name ist Alexander Butzlaff. Ich bin bei der Softline AG als ja, Berater für das Thema SAM Optimization angestellt. Ich verantworte in der Rolle oder bin in der Rolle im Lead letztlich für alle SAP-Teams. Stehe da in enger Partnerschaft oder in engen Kontakt mit unserem Partner Snow und freue mich heute hier meinen Senf beitragen zu dürfen. Danke, Alex. Dann geht das Ganze weiter. Matthijs, bitte. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthijs ten Tuscher. Ich bin Senior Solution Consultant bei Snow Software, arbeite jetzt seit über 6 Jahren im Unternehmen und freue mich heute auch über unsere Lösungsansätze zusammen mit der Softline zu diskutieren. Wunderbar, danke dir. Dann vielleicht noch zwei Worte kurz zu mir. Alexander Slomka, mein Name. Ich bin hier bei der Softline verantwortlich für das Thema Sales im Bereich des Software Asset Management. Für alle die, die uns noch nicht kennen, vielleicht ein kurzer Überblick über die Softline und das, was wir so tun. Wir sind ein unabhängiges, darauf legen wir Wert, ein unabhängiges Beratungshaus mit einem ganz starken Fokus auf das Thema Software Asset Management, IT Asset Management. Das ist hier der graue Bereich, den Sie hier sehen. Der Alexander Butzlaff und ich, wir sind tätig in diesem grauen Bereich. Der graue Bereich passt auch ganz gut zu dem Thema, das wir heute haben. Was machen wir in dem Bereich? Dort geht es einmal um die klassischen Lizenzmanagement-Themen, beispielsweise die unabhängige Unterstützung in einer Audit-Situation oder eben auch Evaluierung oder auch Einführung eines Tools, beispielsweise unseres Partners Snow. Wir haben auch aktuelle Dinge, mit denen wir uns befassen. Das ganze Thema Cloud Spend Optimization ist eins, das mir da sehr am Herzen liegt. Dort schauen wir vor allen Dingen auf die Software-as-a-Service-Anwendung oder die Plattform- oder Infrastructure-as-a-Service-Geschichten, die Sie im Haus haben, von denen Sie vielleicht noch gar nicht alle wissen, dass Sie die auch tatsächlich benutzen. Und wir schauen uns dort eben auch Optimierungspotenziale an. Wir gehen über die Software-Assets hinaus zu allen IT-Assets und deren Lifecycle bis hin zu dem Thema IT-Service-Management. In den etwas bunteren angrenzenden Bereichen beschäftigen sich unsere Kollegen mit anderen aktuellen Themen. Immer vorne dabei das Thema IT-Security. Wir kümmern uns um die Geräte, mit denen die Mitarbeiter arbeiten, im Thema Digital Workplace. Und wir hüten hier in dem blauen Bereich das Heiligtum unserer Kunden, sprich die Daten, ob sie nun on-premise oder in der Cloud oder hybrid liegen. Damit beschäftigen sich unsere Spezialisten in dem Bereich Cloud und Future Data Center. In allen vier Bereichen haben wir folgendes Angebot. Wir beraten unsere Kunden strategisch auf der einen Seite, sind aber auch in der Lage, beispielsweise mit Hilfe unserer Partner wie Snow
Tools zu implementieren, haben dafür die technischen und auch die Business-Ressourcen. Und ja, wir beweisen das, was wir oben im Strategie-Consulting erdacht haben, indem wir unseren Kunden einen Managed Service zu den Themen anbieten, damit sie sich dort auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. So, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Aktuelles aus dem Markt. Ja, vielen Dank, Alex. Ich übernehme an dem Punkt. Mein Kollege hat es ja jetzt schon eingangs gesagt. Wir wollen Ihnen jetzt zum Einstieg einen kleinen Überblick dazu geben, was so die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich eben der, ich sag mal, Vertriebsstrategien und Politik des Herstellers SAP sind. Und ich will jetzt einsteigen und mit Ihnen einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit machen, um nochmal klarzumachen, woher wir jetzt eigentlich kommen, warum wir uns heute nochmal mit dem Thema beschäftigen. Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern, 2018 gab es eine riesengroße oder einen riesengroßen Aufschrei, eine große Welle an Sie sehen es hier in Form von Screenshots, an Newsartikeln sowohl in Fachmedien als auch sogar teilweise in größeren Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, die nicht in der IT-Blase unterwegs sind, hinsichtlich dessen, dass SAP ja, ich sag mal, inoffizielle Ankündigungen machte 2018 oder gewisserweise Drohungen ausgesprochen hatte, dass im Rahmen von Lizenzvermessungen, im Rahmen von Auditierungen von dem bis dato vorherrschenden Vorgehen die Named-User-Lizenzierung auf Basis der tatsächlichen Systemnutzung nachzuverfolgen und zu vermessen, dass der Hersteller SAP von dieser Politik ein Stück weit abweichen wollte. Und SAP drohte damals damit, die ja in den meisten Verträgen sowieso schon auf Papier vorhandenen Vorgaben, nämlich die Named-User-Lizenzierung auf Basis der vergebenen Berechtigungen zu tracken, auch wirklich dann im Rahmen eben von Auditierung und Lizenzvermessung nachzuverfolgen. Wie gesagt, es gab damals einen großen Aufschrei, Sie werden sich sicherlich erinnern, das ging ja durch die Presse drüber und drunter für ungefähr 1-2 Monate. Und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, was ist eigentlich seit damals passiert? Und wenn wir uns also umschauen, wenn wir mit Kunden sprechen, wenn wir mit Organisationen sprechen, wenn wir auch mit anderen Dienstleistern und Herstellern sprechen, dann stellen wir fest, ja, es gab Fälle, in denen SAP tatsächlich im Rahmen von Auditierungen beispielsweise auf diese Vermessungen und Lizenzzuweisungen auf Basis von Berechtigungen gepocht hat, bestanden hat, ist natürlich immer ein Stück weit davon abhängig, wer ist der Account Manager, welche Umsatzziele müssen noch erreicht werden. Aber faktisch ist in der Breite des Marktes hinsichtlich dieser Drohung, die damals ausgesprochen wurde, und ich nenne es jetzt mal ganz bewusst überspitzt so, nicht viel passiert. Das heißt, die meisten Kundenorganisationen, und ich nehme jetzt einfach mal an, dass es in der Breite der Teilnehmer, die heute hier anwesend sind, sicherlich auch so ist, wird nach wie vor in der ECC-Welt im Rahmen von Lizenzvermessungen, im Rahmen von Auditierung in erster Linie auf die tatsächliche Nutzung geschaut und nicht eben auf die zugewiesenen Berechtigungen und Rollen. Das heißt, diese Drohung wurde ausgesprochen und faktisch hat SAP diese Drohung bis heute nicht so richtig umgesetzt. Und hier wollen wir jetzt den Bogen schlagen und schauen, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert. Bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema heute kommen, weil da werden Sie sehen, da schlägt sich dann auch so eine gewisse Brücke wieder zurück zu diesem Thema berechtigungsbasierte Lizenzierung, das wir uns heute anschauen wollen. Wir haben zwei Punkte vorbereitet. Ich möchte als erstes bezüglich der aktuellen Entwicklung auf Umfragen eingehen, die die Interessengemeinschaft der SAP-Anwender in der Schweiz in diesem Jahr durchgeführt hat. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, Sie kriegen ja im Nachgang die Aufzeichnung zugesandt. Ich habe die Quellen unten auch eingefügt. Im E3-Magazin gab es dieses Jahr dazu zwei sehr interessante Artikel, die die Anwendergesellschaft die SAP-Anwendergesellschaft in der Schweiz hat dieses Jahr oder diesen Sommer darauf verwendet, das Frühjahr in den Sommer darauf verwendet, die aktuellen Vertriebsziele, Umsatzziele, die Vertriebs- und auch letztlich die Produktstrategie des Herstellers SAP mal separat zu oder mal gesondert zu analysieren und auch in dem Zuge eine Umfrage unter den Anwenderunternehmen in der Schweiz durchgeführt oder Anwenderorganisationen in der Schweiz durchgeführt, wie diese Organisationen die aktuellen Entwicklungen bei SAP wahrnehmen, gerade auch mit Blick auf die Entwicklung der Partnerschaft mit SAP.
Und im Endeffekt, und das sollte jetzt keine große Überraschung sein, sind letztlich vor allem zwei Ergebnisse rausgekommen. Und ich habe hier aus diesen beiden Artikeln, die im E3-Magazin entschieden sind, die das alles sehr schön zusammenfassen, mal zwei Zitate rausgenommen. Zum einen, wenn wir uns die aktuelle Politik, die Vertriebsstrategie, die technologische Strategie des Herstellers anschauen, dann ist ganz klar, Sie sehen schon im allerersten Satz, the cloud is going to fix it. Das heißt, SAP, und das ist ja schon seit 2-3 Jahren im Endeffekt so der Plan, pusht natürlich immer mehr das Cloud-Geschäft. Und auf Basis der Erwartungen, die an das Cloud-Geschäft gestellt werden, haben sich die Ziele, die sich SAP intern bezüglich der Umsatzerwartungen und so weiter gestellt hat, sind diese Umsatzziele in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Das heißt, auch heute erwartet SAP trotz Pandemie, trotz der Entwicklung der letzten 2 Jahre, einen stetigen und auch sehr starken Umsatzzuwachs. Allerdings ist auch klar, das ist sowohl den Kunden klar als auch SAP selbst, dass dieser Umsatzzuwachs, der geplant ist, nicht mit Neukunden abgedeckt werden kann. Aufgrund dessen, dass SAP eben schon so eine starke Marktdurchdringung hat. Was ist also passiert? Oder was wird passieren? Wie häufig der Fall wird diese Umsatzerwartung, die erreicht werden soll, auf den Schultern letztlich der Bestandskunden ausgetragen werden oder auf die Schultern der Bestandskunden gelegt werden? Und das eben über zwei Mittel. Zum einen eben über das Cloud-Geschäft. Und da haben wir ja im Moment das große Thema Rise with SAP. Und Sie sehen es hier, SAP hat wirklich die Erwartung, dass das der große Moneymaker im Lizenzgeschäft werden soll oder im Produktgeschäft. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich bestimmte Erwartungen auch an alle Kunden, die weiter on-premises bleiben wollen. Das heißt, wenn diese Umsatzziele, die SAP sich gesteckt hat, erreicht werden sollen und die Anwenderunternehmen oder die anwendenden Unternehmen eben nicht in die Cloud gehen wollen, muss sich SAP Gedanken machen, wie, und ich sage es jetzt auch hier nochmal überspitzt, das Geld aus den Bestandskunden auch in der On-Premises-Infrastruktur rausgepresst wird, um diese Ziele zu erreichen. Und auf Basis dieser Politik, die SAP in den letzten Jahren betrieben hat, hat eben die IG SAP Schweiz eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durchgeführt, und wollte erfragen, wie die Anwenderunternehmen oder die lizenznehmenden Unternehmen die Beziehung zu SAP einschätzen. Und das Ergebnis, ja, ist platt und simpel. Alle Anwenderunternehmen, so gut wie durch die Bank weg, erwarten eine, Sie sehen es im zweiten Zitat, eine wachsende Abhängigkeit von SAP im Zuge der ganzen RISE-Initiative. Abhängigkeit in dem Sinne, dass im Zuge von RISE und im Zuge der Transformation auch zu S/4HANA SAP natürlich gewisse Druckpunkte setzen wird, auf der einen Seite technologisch, dass neue technische Features, die zur Digitalisierung der Unternehmensprozesse beitragen sollen, vorrangig natürlich in der Cloud und in S/4HANA implementiert werden. Das heißt, die alte ECC-Welt wird außen vor bleiben. Und da steht offensichtlich im Moment eine gewisse Diskrepanz, weil viele Anwenderunternehmen auf dem Stand sind, dass sie die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse im Grunde genommen auch mit ECC vorantreiben kann. Das heißt, es stellen sich hier für die Anwenderunternehmen im Rahmen dieser Umfrage viele Fragen. Sie sehen es hier. Gibt es überhaupt einen echten Business Case für die Unternehmen, entweder in die Cloud zu gehen oder wirklich die Transformation zu S/4HANA zu vollziehen? Sollten die Unternehmen wirklich von ihren On-Premises-Systemen weggehen und sich auf eine Cloud-Infrastruktur konzentrieren oder eben ein Hybrid-Szenario eingehen? Viele, viele Fragen sind hier offen und das führt alles dazu, dass es also auf Basis der Ergebnisse dieser Umfrage eine wachsende, ich sag mal, gewisserweise negative Einstellung hinsichtlich der Partnerschaft zu SAP gibt. In der Breite der Masse werden die Produkte geschätzt und die Produkte werden als Kernelement der Geschäftsprozesse angesehen, aber die Beziehung zu SAP selbst hat bei den meisten Anwenderunternehmen gelitten. Das heißt, was sind im Endeffekt die Konsequenzen, die jetzt hieraus folgen, aus dieser Umfrage allein? Ganz klar ist, SAP fährt eine Cloud-First-Strategie im Moment. Und das hat, wie ich gesagt habe, sowohl Auswirkungen auf den Rollout technologischer Innovation, die in Zukunft der Cloud vorbehalten sein werden,
und On-Premises auch S4HANA vorbehalten sein werden. Das heißt, ECC wird perspektivisch sehr wahrscheinlich außen vor bleiben, wenn es um technologische Innovationen geht. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die SAP-Vertriebsstrategie. Sie haben es gesehen, die Umsatzziele werden letztlich auf Basis der Bestandskunden erreicht werden müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dieses finanzielle Wachstum dann wirklich mit den Bestandskunden erreichen? Das heißt, abseits davon, dass eben jeder Account Manager bei SAP die Cloud-Produkte in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr pushen wird, als das bisher sowieso schon der Fall war, erwarten wir tatsächlich auch für alle Kunden, die on-premises bleiben wollen und vor allem für die Kunden, die noch bis auf Weiteres bei ECC bleiben wollen, solange es geht, eine konsequentere Durchsetzung der Nutzungsrechte, was eben die Lizenzierung auf Basis von Rollen und Berechtigungen angeht. Weil, und da können wir ja offen drüber sprechen, im Zuge von Cloud-Infrastrukturen, im Zuge von S4HANA spielt die berechtigungsbasierte Lizenzierung natürlich sowieso nochmal eine deutlich größere Rolle als in der alten ECC-Welt. Das heißt, wir gehen tatsächlich davon aus, dass SAP früher oder später diese Drohungen, die vor 3 Jahren aufgenommen oder rausgegeben wurden, in Zukunft für alle Kunden, die eben in der ECC-Welt und on-premises erstmal bleiben wollen, wieder aufgenommen werden. Das ist der Teil oder das ist quasi das Aktuelle, was aus der Schweiz kommt. Matthijs war zuletzt auf der DSAG-Konferenz und wird uns dann jetzt die Neuerungen von dort mitgeben. Danke, Alexander, für die gute Einführung. Und ich kann das auch nur von unserer Seite bestätigen. Ja. Der Druck bezüglich die rollebasierte SAP-Lizenzierung ist noch nicht weg. Und die Frage zwischen ist und kann spiegelt auch genau das Problem wider, weshalb die SAP das noch nicht aktiv weit vorangetrieben hat. Ich persönlich finde es schön, wenn man dann einfach mal bei SAP auf der Homepage schaut. Ja, es gibt ja dieses Support-Portal, wo man dann auch zum Beispiel mal nachlesen kann, wie die Systemvermessungen laufen bei der SAP. Und da habe ich mich mal erkundigt, was heutzutage die Vermessungen, wie die heutzutage gehen. Bei der klassischen Lösung ist bei den meisten Unternehmen bekannt. Aber wenn man sich die neue Lösungen anschaut, dann merkt man, dass es da kleine, feine Unterschiede gibt, die auch eine große Auswirkung haben können, wie man weiterhin, sage ich mal, die Lizenzen in diese jeweiligen Systemen verkippt. Weil das ja große Auswirkungen auch haben kann auf die Compliance-Situation für die jeweiligen Systeme. Bei SAP ECC war ja klassisch immer die Vermessung mit der USMM und LAW. Wenn man dann auf ein On-Prem SAP S4HANA migrieren möchte, wird auch weiterhin mit der USMM und LAW weiter vermessen. Wie diese Vermessung läuft, da fängt es schon kritisch zu werden, weil SAP ja in den letzten Jahren die Beschreibung der Lizenzen stetig angepasst hat, wobei die alte Lizenzen, sage ich mal, es noch eine Grauzone war, ob man weiterhin nach Nutzung lizenzieren dürfte. Bei den neuen Lizenztypen, Productivity Use, Functional Use, Professional Use, da geht SAP davon aus, dass tatsächlich die Lizenzen nach Rollen vergeben werden. Faktisch ist allerdings, dass SAP das mit Hilfe von der USMM und der LAW heutzutage noch nicht richtig vermessen kann. Deswegen ist auch von unserer Seite die Erwartung, dass man auch weiterhin hier weitestgehend nach Nutzung lizenzieren kann, auch bei diesen neuen Lizenzen, wobei er aber allerdings beobachten muss, wie SAP sich weiter in dieser Richtung entwickelt, weil wenn man zum Beispiel eine Public Cloud anschaut, da hat SAP schon ein eigenes Vermessungstool im Einsatz, welche wirklich nur noch nach Rollen gehen. Das heißt, hinter diesem Vermessungstool steckt ein Business-Katalog, Rollenklassifizierung, und dann wird das System selber entscheiden, dass die höchste Klassifizierung, die da abgebildet wird mithilfe von diesen Rollen, dass dann auch die höchste Lizenz dann zugeordnet wird. Interessanterweise ist das halt nur aktuell für den Public Cloud, ja, wobei das dann auch, wenn man Richtung RISE mit SAP wechselt, dass es dann auch nochmal ein Thema sein wird, weil meistens das auch in der Public Cloud betrieben wird. Manchmal kann man das allerdings auch noch in der Private Cloud betreiben. Das heißt, auch für RISE with SAP gibt es diese Sonderoption, wo man allerdings dann auch aktiv nachfragen muss. Und auch hier hat SAP weiterhin die Vermessungen mit USMM und LAW
Das heißt, auch hier gibt es noch keine Änderung. Allerdings verlangt SAP dabei einen konsistenten Benutzername. Das ist allerdings schon mal wieder ein tolles Ergebnis. Ich persönlich kenne viele Kunden, die nicht nach Benutzername konsolidieren. In der klassischen OSMM, auch in der LAW kann man da auch zum Beispiel konsolidieren auf Basis von E-Mail-Adresse, Vorname, Vor- und Nachname und so weiter oder vielleicht auch Kombinationen davon. Das geht bei der Private Cloud in der Zukunft nicht mehr. Und noch wichtiger ist, dass SAP weiterhin plant, um dann nochmal eine andere Klassifizierung bzw. Vermessung durchzuführen und dass sie diese neue Vermessung auch monatlich durchführen möchten. Also in Planung ist tatsächlich diese monatliche automatisierte Vermessung und eine Konsolidierung der Benutzerlizenzen dann zusammen in das Dashboard von SAP Lui. Für diejenigen, der das noch nicht kennt, das ist die Lizenz Utilization Information Workbench, wo quasi alle Informationen von Cloud und On-Prem irgendwann mal zusammenkommen sollten und als zentraler Punkt genutzt werden kann, um zu sehen, wo stehen wir mit unseren Lizenzen, was haben wir gekauft, was nutzen wir, um dann daraus dann zu sehen, wie die Compliance aktuell aussieht. Also man sieht, dass die SAP sich schon bemüht, dass es in Richtung mehr Richtung Rollenklassifizierung geht und dann laufen im Hintergrund Programme, die man immer ja im Auge behalten soll, weil es könnte sein, dass es dann auch irgendwann mal für Private Cloud umgesetzt wird und vielleicht später dann auch für die SAP S/4HANA On-Prem-Situation. Ganz kurz nochmal, das hat etwas weniger zu tun mit rollenbasierter SAP-Lizenzierung, aber ist für viele Kunden trotzdem noch sehr relevant und wir kriegen auch regelmäßig Fragen danach, weil auch hier eine neue Vermessung stattfinden wird bei der indirekten Nutzung, Digital Access. Um die Digital Access zu vermessen, sollte Sie bitte beachten, dass es da neue Hinweise gibt. Das heißt, die alte, die vor 2 Jahren rausgegeben wurden, die sind nicht mehr aktuell und das heißt, Sie brauchen dafür die neue, um dann auch hier richtig zu vermessen. Und auch wichtig ist, dass SAP, wenn Sie auf eine neue Release kommen, dass SAP die Anzahl der digitalen Belege automatisiert vermessen wird. Ja, das heißt, da gibt es eine 4000er Nummer und diese Zahlen wird dann auch automatisch an die SAP bei der nächsten Systemvermessung übermittelt. Das heißt, falls Sie da noch keine Vereinbarung mit SAP getroffen haben, dann wird es jetzt auch ja ziemlich an der Zeit, um da zu reagieren. Ich habe von der ersten Kunde gehört, dass SAP da noch teilweise auch Fristen setzt, weil dann vielleicht noch kein ganzes Jahr vermessen worden ist. Aber falls die da die Daten für ein komplettes Jahr haben, ja, dann könnte SAP auch mal vorbeischauen und sagen, okay, wie sieht es jetzt aus? Wir brauchen jetzt hier eine neue Situation, damit wir wieder ihren Compliance bekommen hinsichtlich die indirekte Nutzung Digital Access. Das Programm, das DRAP, das läuft laut unseren Informationen nur noch bis 31.12. Das heißt, auch hier ist der Druck relativ hoch, falls Sie das noch nutzen möchten. Ja, und ich habe bis jetzt auch von verschiedenen Sourcen mal nachgefragt. Es gibt momentan noch keine Informationen, ob es tatsächlich noch eine weitere Verlängerung gibt. Das war ja schon die zweite Verlängerung. Also ich persönlich bin mir noch nicht überzeugt. Es gibt allerdings noch Kollegen, die sagen, ja, man könnte da auch vielleicht noch eine weitere Verlängerung erwarten. Aber auch hier steigt der Druck auf den Kunden und sollten die Kunden sich rasch entscheiden, ob sie das DAP nutzen möchten oder auch weiterhin, sage ich mal, vielleicht nach Nutzer lizenzieren, weil beide Optionen stehen, auch wenn man Richtung S4 wechselt, noch offen. Der letzte Punkt, den ich dann noch mitnehmen möchte, ist Richtung der HANA-Datenbank. Wir wissen, dass viele Kunden eine Runtime-Lizenz gekauft haben. Und SAP hat jetzt neulich eine Pilotphase gestartet, um auch die HANA-Datenbanken neu zu vermessen. Das ist ja teilweise noch verbunden mit manueller Aufwände, weil es gibt auch keine Integration in der LAW. Aber was SAP jetzt in der Zukunft machen wird bei Kunden, ist auch diese Runtime-Datenbanken auf Full Use zu überprüfen. Das heißt, falls Sie irgendwelche zusätzliche Software installiert haben, Sie haben eine Runtime-Lizenz, dann wird SAP das als Non-Compliance unter Umständen bezeichnen und dann müssen Sie kräftig nachzahlen, weil Sie müssten dann für diese Datenbank eine Full-Use-Lizenz nachkaufen. Weiterhin bleibt die Standardvermessung immer noch auf Basis von den maximalen Nutzungsmengen und auch hier ist es wichtig, wenn man dann eine HANA-Datenbank hat,
die gesamte Nutzung auch versteht, weil die maximale Nutzungsmengen, die können auch mal in die Höhe gehen während einer Migration, während eine Einführung von neue Software oder irgendwas. Und wenn man dann immer nur nach der maximalen Nutzung zahlt, dann kann das unter Umständen sehr teuer sein. Wichtig ist also damit auch Durchschnittsnutzung und solche Sachen zu beobachten, damit man auch bessere Verhandlungsmöglichkeiten mit der SAP hat. Jetzt kommen wir doch wieder zurück auf das Thema rollebasierte SAP-Lizenzierung. Und ich würde jetzt auch wieder an Alexander zurückgeben. Ja, vielen Dank. Das heißt im Endeffekt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, was jetzt ersichtlich geworden ist oder was ich hoffe, was ersichtlich geworden ist, der Druck steigt seitens SAP. Darüber braucht man nicht diskutieren, das ist so. Der Druck steigt sowohl technologisch als auch vertrieblich. Der Druck wird aufgebaut in Richtung Transformation zur Cloud oder mindestens Transformation zu S/4HANA on-premises. Der Druck wird aufgebaut in Richtung Transformation zu Digital Access. Und natürlich ist es so, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Wahrscheinlichkeit, dass ein SAP-lizenznehmendes Unternehmen, das aktuell noch in der, in Anführungsstrichen, alten ECC-Welt unterwegs ist, die Wahrscheinlichkeit, dass dort jetzt in der nächsten Lizenzprüfung von SAP auf eine berechtigungsbasierte Lizenzierung gepocht wird, das halte ich für relativ gering. Aber im Zuge dieser Transformationen, die anstehen und auch wenn Sie jetzt noch auf der ECC oder in der ECC-Welt unterwegs sind, wenn Sie die Transformation in Richtung S/4HANA bereits planen, dann müssen Sie sich mit diesen Druckpunkten, die SAP setzt, auseinandersetzen und insbesondere eben auch mit diesem Punkt rollenbasierter Lizenzierung oder berechtigungsbasierter Lizenzierung. Und das ist eben der Grund, warum wir das heute nochmal aufgreifen wollen. Wir können natürlich nicht in die Glaskugel schauen und sagen, ab wann das dann wirklich kritisch wird für die Kunden in der breiten Masse. Aber wir finden als Organisation, die SAP einsetzt, um zentrale Geschäftsprozesse zu bereitzustellen und zu unterstützen, die sich schon mit gewissen technologischen Transformationen beschäftigt, sollten sie sich auch darauf vorbereiten, zumindest eine Transparenz darüber zu schaffen, was passieren würde, wenn sie jetzt nach Berechtigung bzw. nach Berechtigungsrollen lizenzieren müssen. Ich möchte an dem Punkt nochmal kurz die Grundlagen beschreiben. Das heißt, was ist das eigentliche Problem an diesem Punkt? Wir nehmen uns mal einen hypothetischen User, dargestellt hier durch dieses freundliche, gesichtslose Wesen. Üblicherweise ist es ja aktuell so, dass ich also im Rahmen der Lizenzvermessung schaue, auf der linken Seite, was nutzt dieser User tatsächlich im SAP-System? Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen klassischen ESS-User. Der nutzt die Transaktion Kado, K2, K3, also alles, was so mit Timesheets zu tun hat, Zeiterfassung. Also ein klassischer ESS-User, alles, was Self-Service ist. Und erfahrungsgemäß, wenn wir so durch die Organisation durchschauen, die SAP einsetzen, sind die ESS-lizenzierten Nutzer natürlich sehr, sehr prominent in allen oder in den meisten Unternehmen. Das heißt, erwartungsgemäß wird es so sein, dass in den meisten Organisationen, in denen wir unterwegs sind oder mit denen wir sprechen, ein sehr, sehr großer Lizenzbestandteil ESS da sein wird. Nun steht auf der rechten Seite das Thema der Berechtigungen. Und da kommen wir jetzt ganz häufig in Probleme rein. Vielleicht kennen Sie das auch. Berechtigungsrollen sind häufig historisch gewachsen. Eigentlich ist das so ein Bullshit-Bingo-Begriff, aber tatsächlich kann man das oftmals nicht anders sagen. Es ist keine Seltenheit, sondern es ist eher die Regel, dass ich bei Kundenunternehmen Berechtigungsrollen sehe, die seit mehreren Jahren aufgebaut werden, teilweise seit mehreren Jahrzehnten genutzt werden und immer weiter gewachsen sind und immer weiter aufgebläht wurden. Und jetzt muss man sich also den Prozess anschauen, was passiert eigentlich bei der Zuweisung von Berechtigungsrollen. In der Regel wird irgendein Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin sagen, ich habe einen User, der braucht diese Rolle, ohne zu wissen, was da technisch dahinter steht. Jetzt kann es also passieren, dass wir einen User haben, der natürlich die Berechtigung hat, auf die Timesheet-Transaktion zuzugreifen und damit seine ESS-Tätigkeiten ausführen kann. Aber es kann eben auch sein, dass dann, weil diese Rolle historisch gewachsen ist, plötzlich dann auch noch irgendwelche Berechtigungen drin sind, mit denen der User theoretisch zum Beispiel Materialseriennummern abrufen, bearbeiten und verändern könnte. Und das macht den dann plötzlich zu einem Worker. Und jetzt überlegen Sie sich in diesem hypothetischen Szenario,
Plötzlich müssten die auf Basis der vergebenen Berechtigung ein Großteil der ESS-User als Worker lizenziert werden. Das macht natürlich einen immensen finanziellen Unterschied aus. Das heißt, hier geht es erstmal darum, worauf wir uns ja heute konzentrieren, Transparenz reinzubringen. Und wir haben Snow Software in unserer Partnerlandschaft natürlich Snow Software als starken und engen Partner mit drin, weil wir ein Stück weit im SAM-Geschäft uns auch im Markt als Tool-Spezialisten sehen. Aber wie immer ist es natürlich so, in allen Themen, die sich mit Software Asset Management und Lizenzmanagement auseinandersetzen, das Tool unterstützt den IT-Prozess Software Asset Management, aber wir müssen schon vorher anfangen. Das heißt, auch hier sind wie immer, ich hab's oben reingeschrieben, wie immer sind am Ende die Prozesse schuld, wenn ich keine Transparenz darüber habe, ob es eine Diskrepanz zwischen meiner Systemnutzung und den zugewiesenen Berechtigungen gibt. Das heißt, erstmal, bevor wir überhaupt in ein Tool reingehen können, müssen wir uns über oder müssen Sie sich über zwei entscheidende Prozesse im Klaren werden. Sie sehen auf der linken Seite Join, Remove, Leave Prozesse. Das heißt, um eine Transparenz darüber zu gewinnen, ob es eine Diskrepanz zwischen Berechtigung und Nutzung gibt, müssen Sie sich erstmal darüber im Klaren werden, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt als neuer Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen anfange, wie wird eigentlich mein SAP-User erstellt? Wer entscheidet, welche Berechtigungen ich bekomme? Wer weist diese Berechtigungen eigentlich zu? Was passiert dann, wenn ich innerhalb der Organisation die Abteilung wechsle? Wer ist dafür verantwortlich, mir meine Berechtigungen wieder zu entziehen, die ich vielleicht nicht mehr brauche? Ich habe eine neue Rolle und brauche andere Berechtigungen. Wie läuft dieser Prozess ab? Die Lieferprozesse sind in dem Kontext natürlich nicht ganz so relevant, weil wenn ich das Unternehmen verlasse, dann wird mein User gesperrt, dann kann ich eh nicht mehr arbeiten, im besten Fall. Das heißt, hier liegt der Fokus insbesondere auf dem Joiner und auf dem Mover-Prozess. Auf der rechten Seite haben wir jetzt im Kontext dazu einen ganz klassischen Lifecycle-Prozess, den wir auch im Rollenmanagement betrachten müssen. Das heißt, jede Rolle, jede Berechtigungsrolle, die in einem SAP-System implementiert ist und die verteilt wird, muss einen ganz klassischen IT-Lifecycle durchlaufen. Angefangen beim Design. Jemand braucht eine bestimmte Rolle und wie gesagt, häufig sind die Rollen halt 20 Jahre alt, da hat jemand diese Rolle mal gebraucht und diese Rolle erstmal designt, eine Transitionsphase, dass sie verprobt wird, dass sie dann ausgerollt wird und dann erstmal in die Operation reingeht. Und was wir halt ganz, ganz häufig sehen und das ist der Punkt, an dem wir erstmal ansetzen, bevor wir überhaupt mit dem Tool arbeiten, ist dann wirklich der Punkt, dass diese Rollen auch regelmäßig gereviewt werden. Das heißt, dass wir eben vermeiden, über 20 Jahre hinweg eine Rolle immer weiter aufzublähen, weil da noch was dazu kommt und das ist jetzt tatsächlich ein konkretes Beispiel, dann am Ende eine Berechtigungsrolle mit einer sechsstelligen Anzahl an Autorisierungen drin zu haben. Deswegen müssen diese Berechtigungsrollen auch regelmäßig gereviewt werden und dann letztlich im Rahmen eines Housekeepings sozusagen verbessert werden, sodass die dann wieder neu designt werden und der Lebenszyklus dann wieder von vorne beginnt. Das heißt, bevor wir uns mit dem Tool beschäftigen können und bevor wir irgendwie Inventare ziehen, muss das erstmal klar sein. Was passiert mit SAP-Usern im Unternehmen? Wie werden die erstellt? Wie werden die Berechtigungen verteilt? Was passiert, wenn die SAP-User wechseln oder das Unternehmen verlassen? Und was passiert eigentlich mit den Rollen? Wie wird der Lifecycle gepflegt? Und erst dann kommen wir auch wirklich an den Punkt, dass wir ein SAM-Tool nutzen können, mit denen wir Inventare ziehen können, die dann diese Prozesse wiederum, sowohl die Joiner, Mover, Leaver, als auch die Rollenmanagement-Prozesse unterstützen können. Und Matthias, da übergebe ich wieder an dich. Ja, danke, Alexander. Weil genau da können wir natürlich mit unserer Tool richtig schnell und einfach auch unterstützen. Vielleicht einfach, bevor ich dann über die Funktionalitäten gehe, einfach mal ganz kurz zu erzählen, was unsere Snow Optimizer für SAP Software eigentlich ist und wie es installiert ist und wie wir an die Daten rankommen und wie wir auch solche Daten zurückschreiben können. Snow Optimized für SAP Software ist ein offizielles SAP Add-on, geschrieben in ABAP. Das hat den Vorteil, dass alle Daten, natürlich auch Rolle und Berechtigungen, Nutzungsdaten und so weiter, innerhalb von Ihrer SAP-Landschaft bleiben. Dieses Tool kann man ganz einfach und schnell für einen Transport irgendwo in der SAP-Landschaft installieren. In diesem Beispiel auf einen Solution Manager. Und von dort aus können dann die jeweiligen SAP-Systeme angebunden werden und wir können die Daten aus diesen Systemen lesen
zum Beispiel Informationen über die Benutzer, welche Lizenzen die haben, über die Nutzung, aber auch über welche Rollen, Berechtigungen, Berechtigungsprofile und so weiter. Alles, was uns interessiert und was wir analysieren möchten. Diese Daten können wir dann zwischenspeichern wie den Solution Manager zentral, also systemübergreifend. Wir können damit arbeiten und wir können dann auch optimieren und die Daten wieder via diese Schnittstellen zurückschreiben in das jeweilige System. Das funktioniert alles agentenlos und ja, ist relativ schnell und einfach alles umzusetzen. Und nachdem man das dann halt installiert hat, dann hat man natürlich einen Überblick über alle lizenzrelevante Daten. Also sowohl der klassische Weg, also man kann natürlich dann schauen auf Basis von der Nutzung und auf Basis von Nutzung natürlich auch die Lizenzen setzen. Aber wir können dann auch weitere Analyse durchführen, zum Beispiel hinsichtlich der Rollen, Berechtigungen. Das werde ich gleich auch nochmal ins Detail dann auch erklären, wie das dann funktioniert. Wenn man diesen Überblick über den Ist-Zustand hat, ja, mit Hilfe von, was sind das so, knapp 50 übersichtliche Reports, da muss man das System füttern mit weiteren Informationen. Also ich muss natürlich erstmal verstehen, was habe ich vertragsrechtlich mit SAP vereinbart, ja, was habe ich gekauft, welche Produkte habe ich, und das muss man natürlich dann einpflegen, damit man mit Hilfe von einem Vertragsmanagement einen Compliance-Überblick bekommt, was man aktuell lizenziert hat, was man dann das dann auch zu vergleichen mit dem, was man auch nützt. Und darauf dann die Compliance-Berichte zu erstellen. Und man kann dann an den nächsten Schritt anfangen, Simulationen durchzuführen, um diese Lizenzen zu optimieren, aber auch Simulationen durchzuführen, was ist, wenn wir jetzt in der Zukunft nach Rolle und Berechtigung lizenzieren und welche Lizenztypen brauche ich dann? Vielleicht auf Basis von der derzeitigen Lizenzsituation, aber vor allem, wenn man dann Richtung S/4HANA wechselt, vor allem in dieser Hinsicht Richtung der Cloud, also die FUE-Lizenzen, die man dann simulieren möchte. Das sind dann diese neue Lizenztypen wie Advanced Use, Core Use, Self-Service Use und so weiter, dass man diese Lizenztypen dann mal simuliert, um zu verstehen, was ich dann, wenn ich Richtung SAP Cloud gehe, welche Lizenz ich benötige auf Basis von der derzeitigen Rolle und Berechtigung. Aber man kann natürlich auch andere Lizenzsimulationen durchführen, auch auf Basis von der klassischen Lizenzwelt zum Beispiel, um zu gucken, ob man hier alle Potenziale dann auch ausgenutzt hat. Und nachdem man dann auch simuliert, könnte man das Tool auch nutzen, um die richtigen Lizenzen zu setzen. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, um dann die Daten auch wieder zurückzuschreiben. Das nächste ist, dass man auch die indirekte Nutzung, digitaler Zugriff zum Beispiel analysieren kann. Also man sieht auch einen Überblick über die digitalen Belege, auch auf Basis von der neuesten Vermessung, wie SAP das aktuell macht. Das haben wir in unserem Tool alles schon aktualisiert und Sie werden dann auch die richtigen Resultate dann, soweit die auch vorhanden sind, dann auch direkt in unserer Lösung sehen. Natürlich kann man mit unserer Lösung auch die Systemvermessung überwachen. Das heißt, wir schauen da genauso wie die SAP heutzutage noch auf der USMM und LAW und aggregieren die Lizenzen auf die richtige Art und Weise. Und man kann das auch regelmäßig machen, sodass man nicht warten muss, bis SAP dann Feedback gibt, sondern dass man die Daten, die man daraus gelesen hat, aktiv nutzen kann, um auch gegenzusteuern und die Compliance zu gewährleisten und dass man da nicht irgendwo teure Lizenzen nachkaufen muss. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Automatisierung. Also fast alle Prozesse, sowohl das Datenladen, die Lizenzsimulationen, auch das Lizenzen zurückschreiben, da gibt es ganz viele Prozesse, die komplett automatisiert werden können und helfen, das Leben auch leichter zu machen. Um einfach mal ein Beispiel zu geben, wie weit so eine Lösung in die Tiefe gehen kann, habe ich jetzt hier mal unsere Rolle und Berechtigungen, einfach mal die Kernfunktionen mal zusammengefasst, um Ihnen einen Überblick zu geben, was man dann halt Richtung Rolle und Berechtigungen und rollebasierte SAP-Lizenzierung alles machen kann. Erstens gibt es ganz viele Reports und Analysemöglichkeiten. Das heißt, Sie können einen Überblick verschaffen über die Benutzerberechtigungen, Berechtigungsrolle, Berechtigungsprofile. Man sieht, welche Personen diese Benutzerberechtigungen, Rollen und so weiter zugewiesen bekommen haben. Und wenn man das kombiniert mit Nutzung, dann sieht man auch tatsächlich, was aus dieser Rolle tatsächlich genutzt wird. Also welche Transaktionen werden von diesen Rollen, die in diese Rolle zugewiesen sind, tatsächlich genutzt und welche Personen nutzen die oder
nützen diese auch nicht? Weil das möchte ich natürlich wissen, um zu verstehen, ob die Rollen genauso aufgesetzt sind, dass sie ja die Nutzung quasi auch das, was die Leute für ihre tägliche Arbeit benötigen, dass die zwei da zusammenkommen und dass damit dann auch später die Lizenz dann auch passt. Also die Rolle Nutzungsanalyse ist das so ein sehr starkes Tool, womit man da in die Tiefe reingehen kann und sehen kann, welche Personen haben welche Rolle zugewiesen, welche Transaktionen aus dieser Rolle werden benutzt. Und ich kann jetzt auch mit unserer Lösung direkt Rollen wegnehmen oder Rollenzuweisungen ändern. Das heißt, da muss man nicht erst wieder eine andere Applikation öffnen, sondern man kann das hier direkt in unserer Lösung als Vorschlag zuerst mal anpassen und wenn man dann Berechtigung hat, auch wieder zurückschreiben. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Transaktionsprofilanalyse, weil da kommen die zwei Welten nach nutzungsbasierte Lizenzierung und eine rollebasierte Lizenzierung zusammen. Die Transaktionsprofile, die sind in der Regel aufgebaut auf Basis von einer nutzungsbasierten Lizenzprofile. Das heißt, ich habe bestimmte Transaktionen, die zu einem Employee Self-Service, Employee-Lizenz passen. Ich kann auch solche Profile aufsetzen auf Basis von neue Lizenztypen wie ein Functional Use oder Productivity Use und kann jetzt sehen, welche Benutzerrolle nützen dann Transaktionen und zu welchem Maße passen die dann auch zu diesen Lizenzprofile und zu diesen Lizenztypen. Und dann sehe ich gleichzeitig auch, welche Benutzer diese Benutzerrolle nutzen, um dann auch hier der Abgrenzung zu machen und sage, okay, diese Leute, die diese Rolle nutzen, ja, die passen zu diesen Lizenztypen, aber ich sehe dann auch die Delta, um dann eingreifen zu können und sagen, okay, wir müssen vielleicht noch etwas ergänzen, damit es passt. Oder wenn ich es dann ergänze, dann würde ich in den nächsten höheren Lizenztyp fallen. Wollen wir das? Oder nehmen wir dann beziehungsweise die Berechtigungen weg, weil sonst wir gleichzeitig dann wieder höherwertige Lizenzen dazu kaufen müssten. Also eine sehr starke Analysemöglichkeiten, um diese Rollennutzung und die Benutzerrollen und die jeweilige Transaktionen auch weiter zu analysieren. Ein anderer richtig starker Report ist die Anzahl der berechtigten und ausgeführten Transaktionen. Das war eine Frage, die wir auch viele von unseren Kunden bekommen haben, weil die sehen möchten ja, welche Transaktionen jemand berechtigt hat und auch davon tatsächlich ausführt. Aber diese Analyse kann man zum Beispiel auch nutzen für eine Aufgabentrennung. Das heißt, ich kann jetzt sehen, wer zum Beispiel Bestellanforderungen die Berechtigung dafür hat oder auch die Freigabe von diesen Bestellanforderungen durchführen kann. Und dann sehe ich dann tatsächlich, welche Leute dann auf diese Art und Weise ja so eine Aufgabentrennung nicht erfüllen und möglicherweise ein Risiko für das Unternehmen formen. Das ist alles auf Basis von Nutzungsinformationen, Rolleberechtigungsinformationen. Und ist alles toll, aber wichtig ist, dass man dann auch mit unserer Lösung solche Rollezuordnungen einfach hinzufügen können, löschen können. Und das geht auch regelbasiert. Das heißt, ich kann jetzt mit Hilfe von Regeln bestimmen, wann bestimmte Rollenzuordnungen weggenommen werden oder hinzugefügt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben einen Benutzer, der seit längerer Zeit sich nicht mehr angemeldet hat, vielleicht über 3 Monate oder 9 Monate oder 6 Monate. Das ist auch wieder pro Kunden ein bisschen abhängig, was man da macht. Aber jetzt kann man nicht nur diese Benutzer deaktivieren, sondern ich kann gleichzeitig auch die Rollen, die diese Person zugewiesen sind, gleichzeitig wegnehmen. Ja, und auf der anderen Seite gibt es auch Möglichkeiten, auf Basis von den bestimmten Rollen, die jemand dann zugewiesen hat, auch der jeweilige richtige Lizenztyp zuzuweisen. Also sehr viele Möglichkeiten. Ja, und ich denke, um zu fragen, was für Sie das aktuell das Wichtigste oder Richtigste ist, ja, da sollen Sie sich bestimmte Fragen stellen. Das würde ich gerne wieder zurückgeben an Alexander. Danke, Matthias. Bevor wir dazu kommen, wir haben gerade eine Frage in den Chat bekommen, die ich jetzt an der Stelle gerne, wenn du nochmal zurückgehen würdest, bitte, die ich jetzt an der Stelle gleich mit reinnehmen würde, weil es passt inhaltlich ganz gut. Du hast über die Erfassung der tatsächlich ausgeführten Transaktionen gesprochen. Wir haben die Frage reinbekommen, werden die tatsächlich genutzten Transaktionen in der Nutzungsanalyse aus der ST03N gezogen? Genau, ja. Also wir nutzen da der CCMS-Daten. Das sind ja die gleiche Daten, die in der ST03 auch angezeigt werden. Okay, danke. So, ja,
Das heißt, unser Ansatz ist letztlich der, dass wir auf der einen Seite, um eben Transparenz in dieses Thema oder um eben Transparenz da reinzukriegen, inwiefern es Diskrepanzen zwischen der Nutzung und den zugewiesenen Berechtigungen gibt, ist unser Ansatz, dass wir auf der einen Seite prozessual arbeiten, uns anschauen, wie eben die besprochenen Prozesse bei Ihnen im Unternehmen aussehen. Und wir nutzen den Zun Optimizer für SAP als, das muss man auch, oder kann man auch tatsächlich so sagen, als im Moment das marktführende Tool fürs SAP-Lizenzmanagement, um die Analyse dieser Prozesse und um die Inventardaten entsprechend aufzubereiten. Das heißt, hier wollen wir Sie heute mit gewissen Fragen entlassen, die ein Stück weit einfach mal als Denkanstoß dienen sollen. Das heißt, Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen sollten, aus unserer Sicht, wenn Sie sich eben mit diesem Thema rollenbasierter oder berechtigungsbasierter Lizenzierung auseinandersetzen, im Zuge der Transformation, die bei Ihnen sicherlich auch entstehen werden in Zukunft. Das ist zum einen, wie sind Ihre Joiner Mover Lieferprozesse definiert? Häufig sehen wir in den Organisationen, in denen wir unterwegs sind, dass die Lizenzverantwortlichen über diese Prozesse eben nicht gut oder nicht ausreichend informiert sind. Und hier wollen wir die Brücke schließen. Also machen Sie sich klar, wie diese Prozesse definiert sind. Was passiert mit den Usern? Genauso, wie wird der Lebenszyklus der SAP-Rollen gesteuert? Auch das sollte definiert sein, das sollte beschrieben sein, das sollte klar sein. Wenn es diese Lifecycle-Prozesse in dem Sinne noch nicht in der Ausprägung gibt, die nötig ist, um da wirklich auch zu analysieren, ob eine berechtigungsbasierte Lizenzierung sinnvoll ist oder umgesetzt werden kann, dann sollten die erstmal ganz klar beschrieben werden. Können Sie die Nutzung vergebener Berechtigung heute schon transparent darstellen? Das ist sicherlich einer der größten Knackpunkte häufig. Und das zielt genau auf die Punkte ab, die Matthias gerade eben besprochen hat. Da unterstützen wir entsprechend mit der Technologie, die uns zur Verfügung steht. Wie hoch sind heute Ihre Aufwände für das Housekeeping von Rollen und Berechtigungen? Wenn wir ganz offen sind, natürlich je größer die Organisation ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass für das Berechtigungsmanagement und für das Rollenmanagement natürlich schon Tools im Einsatz sind. Entweder SAP-eigene Tools oder Dritt-Tools, IDM-Systeme oder sowas, mit denen diese Berechtigungsrollen verwaltet werden. Was wir aber natürlich machen können mit dem Tool oder mit unserer Lösung, ist entsprechend Transparenz eben über die Nutzung dieser Rollen tatsächlich zu bringen, damit Sie dann letztlich das Housekeeping auch in den Dritt-Tools entsprechend optimieren können oder überhaupt erstmal an dem Punkt sind, die Transparenz über die Nutzung der Rollen wirklich in die Organisation zu kriegen. Und dann ist natürlich ganz klar, mit Blick auf die anstehenden Transformationen, mit Blick auf den Druck, den SAP ausüben wird, zwei Fragen ganz wichtig. Wie gut sind Sie heute auf eine Lizenzzuweisung auf Basis von Berechtigungsrollen vorbereitet? Matthias hat es vorhin angesprochen, insbesondere mit Bezug auf die SAP-Cloud-Lösungen, teilweise auch mit Bezug entsprechend eben auf S/4HANA, werden Sie zumindest um die Diskussion mit SAP nicht drum rumkommen. Das heißt, machen Sie sich Gedanken, wie gut sind Sie heute schon aussagefähig? Und vor allem auch, wie hoch ist Ihr Automatisierungsgrad in der Lizenzzuweisung? Wir sehen es auch in großen Organisationen nach wie vor sehr, sehr häufig, dass Lizenzmanagement und Lizenzzuweisung mit Excel betrieben wird und dann mit sehr hohen Aufwänden in den SAP-Systemen durch die User oder Basisadministratoren umgesetzt wird. Und da wollen wir entsprechend unterstützen, um eben eine Automatisierung in diese Prozesse auch zu kriegen. Und jetzt ist natürlich der Punkt, immerhin sind wir hier in einem Webcast, also am Ende natürlich, sind wir ganz ehrlich, in einer vertrieblichen Veranstaltung. Hier wollen wir Sie natürlich unterstützen mit unserer Expertise, sowohl in der Betrachtung der Prozesse als auch in der Technologie. Und wir wollen Ihnen natürlich auch zeigen, was genau können wir im Tool machen. Und da übergebe ich jetzt wieder an den Kollegen Alexander Slomka. Danke, Alex. Das Ganze sieht wie folgt aus. Wir haben ein Angebot für den Proof of Value des Snow Optimizer für SAP mit einem Schmankerl hinten dran. Das Ganze umfasst grundsätzlich erstmal die Implementierung des Tools. Dann wird die SAP-Nutzung ausgelesen. Gleichzeitig werden auch die zugewiesenen Berechtigungen, über die wir gerade gesprochen haben, und dann deren tatsächliche Nutzung auch ausgelesen. Und dann kommt der Part, dass
auf der einen Seite das Risiko analysiert ist, analysiert wird und dargestellt wird, das dort drin steckt, und wir konkrete Handlungsempfehlungen für die Zukunft dort geben. Alex, hilf mir kurz, wir haben dort eine Limitierung, glaube ich, drin. Ja, genau. Also natürlich ist es so, am Ende ein Proof of Value wird in der Praxis nie die gesamte Infrastruktur umfassen. Das heißt, wenn irgendwie 20, 30, 40 SAP-Systeme unterwegs sind, dann wird natürlich jetzt eine POV-Implementierung nicht die gesamte Infrastruktur abdecken. Das ist dann aber ein Punkt, der in einem, der in einer individuellen Vereinbarung dann entsprechend getroffen wird, wo dann, wo und in welchem Maße diese Limitierung dann eingesetzt wird. Das halten wir flexibel. Okay, danke. Um es besonders interessant zu machen, jetzt hätte ich fast gesagt, verlosen wir unter den ersten drei Einsendern. Nein, stellen wir das Ganze den ersten drei Bestellern bis Ende des Jahres diesen Proof of Value für den halben Preis zur Verfügung. Ein schönes Angebot gemeinsam mit Snow. Und dort sind wir bei 3.990, nicht 9 zu viel, Euro für das Ganze. Wie gesagt, first come, first served. Und wir haben dafür Zeit bis Ende des Jahres. Okay, vielen Dank, okay. Alex. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Die ersten schreiben schon in den Chat herzlichen Dank. Ich hoffe, jetzt rennen nicht gleich alle raus und fliehen vor uns, weil wir wollen jetzt noch einen Punkt weitergehen. Wir wollen jetzt noch in die Fragerunde gehen. Das heißt, ich schalte mal auf unsere Kameras. Nehmen Sie sich jetzt gerne noch die Zeit, wenn jetzt noch Punkte offen sind, und schreiben Fragen in den Chat. In der Zwischenzeit werden wir schon mal ein paar Fragen aufnehmen, die uns im Vorfeld mit den Anmeldungen an den Webcast erreicht haben, von denen wir jetzt teilweise hoffentlich sogar schon welche beantwortet haben. Also wir haben die Frage bekommen, gilt die Verlängerung für das Adoption Program über den 31.12. hinaus? Matthias, du hast das schon angesprochen. Nochmal kurz zusammenfassen bitte in ein, zwei Sätzen. Ja, also aktueller Stand ist tatsächlich immer noch der 31.12. Es gibt noch keine neuen Informationen, ob es auch länger dauert. Ja. Danke. Es gibt Kollegen, die es vermuten, ja, aber darauf würde ich mich vorerst noch nicht verlassen. Du warst ja auf der DSAG selber. Wie ist so dein Gefühl aus den Gesprächen mit den Teilnehmern? Hast du auch mit SAP-Vertretern selbst gesprochen? Leider nicht, nein. Okay. Alles klar, also der Hersteller hält sich bedeckt. Okay, wir haben dann die Frage noch bekommen, was sind die Voraussetzungen, um an dem Adoption-Programm mit dem jeweiligen Unternehmen entsprechend teilzunehmen oder das durchzuführen, zu prüfen, wie auch immer. Das heißt, welche Voraussetzungen muss ich als Lizenznehmer erfüllen? Ja, also man muss für das DRAP-Programm natürlich die Daten zusammensuchen, welche digitale Belege relevant sind. Und die SAP verlangt das auch, dass die das dann letztendlich durchführen, um dann auch zu dieser finalen Einschätzung zu kommen. Nichtsdestotrotz halte ich es immer für sinnvoll, wenn man selber einen guten Überblick hat, sodass man auch die Resultate der SAP in Frage stellen kann. Weil das, was die SAP vermisst, ist unter Umständen nicht das, was man tatsächlich an digitale Belege erstellt. Also das muss man auf jeden Fall noch überprüfen. Okay, vielen Dank. Dann haben wir die Frage bekommen, wie entwickelt sich die Nutzung unter S/4? Auch da hat Matthias ja ist Matthias ja schon kurz drauf eingegangen. Und ich hoffe, ich interpretiere die Frage jetzt richtig. Also aus den Ausführungen, die Matthias getroffen hat, geht ja hervor, dass ja, unter S/4 es weiterhin auch möglich sein wird, entsprechend auf Basis der Nutzung zu lizenzieren. Abhängig davon, Matthias, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, arbeite ich mit oder nutze ich S/4HANA on-premises oder in der Cloud, richtig? Genau, also bei der Public Cloud wird es tatsächlich nach Berechtigungen lizenziert. Bei der Private Cloud ist SAP dabei, um das Sachen zu ändern, wobei sie nicht genau definieren, was sie ändern möchten. Das Einzige ist, dass es da Änderungen gibt, ja, dass es nur noch auch Aggregation auf Basis der Benutzername gibt, das ist natürlich schon eine Sache. Das zweite ist monatliche Vermessung, die der SAP plant, und ich vermute, da wird auch mehr Automatismen dahinter stecken, und ich könnte mir vermuten, dass die davon dann auch die Erfahrungen aus der S/4 Public Cloud nutzen werden. Und am Ende in On-Premises-Infrastrukturen ist es dann natürlich so, wie so häufig hängt dann vieles auch vom Verhandlungsgeschick im Gespräch mit dem Account Manager ab. Genau. So wie es halt immer ist. Ja. Wir haben noch eine Frage reinbekommen bezüglich des Umgangs mit Non-SAP-Tools zu Rollendefinitionen, die bestimmte SAP-GRC-relevante Rollen triggern.
Derjenige, der die Frage im Vorab gestellt hat, vielleicht könnte der oder diejenige diese Frage im Chat nochmal präzisieren, weil das mir jetzt tatsächlich nicht ganz klar, in welche Richtung ich da antworten soll. Ich ziehe eine vor. Welche Empfehlung gibt es zur Änderung von Rollenmodellen, wenn man künftig auf S/4HANA umsteigen möchte? Die Empfehlung ist ganz klar und ich glaube, das habe ich ausdrücklich genug dargestellt. Bevor es um Inventarisierung geht und bevor es um irgendwelche Toolings geht und auch Optimierung geht, das Allerwichtigste ist erstmal die Prozessschiene aus meiner Sicht. Also werden Sie sich klar darüber, wie die Rollen entsprechend gepflegt werden, wie die Rollen verteilt werden, wer verantwortlich dafür ist, Rollen zu definieren, wer dafür verantwortlich ist, zu entscheiden, Mitarbeiter XY bekommt die und die Berechtigungsrolle zugewiesen, wer auch dafür verantwortlich ist, zu prüfen, dass diese Berechtigungsrollen tatsächlich genutzt werden. Und erst wenn das klar ist, können wir uns wirklich darüber unterhalten, wie diese Rollen auch im Zuge einer Transformation auf S/4HANA umgestellt werden können, mit Blick auf die dort geltenden Lizenzmodelle. Weil dann stellt sich ja wiederum auch die Frage, S/4HANA on-premises, führe ich eine Product Conversion durch oder führe ich eine Contract Conversion durch? Und das hat dann natürlich auch entsprechende Auswirkungen darauf, wie meine Rollen gegebenenfalls angepasst werden müssen. Das heißt, wir haben hier viele, viele Unbekannte, die es schwer machen, diese Frage jetzt in einer Minute oder so zu beantworten. Jetzt haben wir noch Fragen in den Chat reinbekommen. Ich gehe mal der Reihe nach durch. Haben Sie Erfahrungen mit Product Conversions bei Engine-Lizenzen? ESA gibt gewisse Engine-Lizenzen, die als ECC-Variante, als Flat-Fee gekauft werden können. Im S/4HANA-Umfeld gibt es für diese Engines aber keine Obergrenze mehr. Wie gehen Kunden damit um, nun erneut Geld in die Hand nehmen zu müssen? Matthias, kannst du dazu was sagen? Gut, also grundsätzlich ist vieles verhandelbar. Also ich kenne jetzt diese Variante leider nicht. Ich denke, man muss sich halt darauf vorbereiten. Ja, also erst die Nutzung zu analysieren, was man da tatsächlich an Lizenzen benötigt. Und dann damit dann zum Gesamtpaket zu kommen. Ja, da kann man immer über bestimmte Sachen auch reden mit der SAP. Ich denke, ja, das ist auch eine Frage, die auf die nächste Frage zusammenkommt, ja, dass Sie sagen, gibt es Kunden, welche auch ohne neue User-Typen, ohne Digital Access S/4 unterwegs sind oder ist eine Wechsel zwingend notwendig? SAP lässt gerne mit sich verhandeln. das sind einfach meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Wie flexibel SAP da ist bei der Umstieg auf S/4HANA, lässt sich noch zeigen. Ja, da gibt es leider noch nicht viele Informationen. Sie können allerdings auch, wie gesagt, Ihre alte Lizenzen mit migrieren in S/4HANA. Die Möglichkeit besteht und damit haben Sie dann auch nicht die zwingende Notwendigkeit, um auf Digital Access umzusteigen. Also diese Option gibt es auch. Ja. Letztendlich wird SAP ein bestimmtes Fee verlangen für jede Migration auf S/4HANA, weil die der Meinung sind, dass man Mehrwert damit generiert und die Prozesse schneller wird. Die Tools, die sind natürlich auf dem letzten Stand, da steckt auch viel Entwicklung drin, bla bla bla. Sie kennen ja die Argumente der SAP. Letztendlich ist es halt wirklich so, wenn man sich selber so gut wie möglich vorbereitet, und das ist auch eine Aussage von der DSAG gewesen. Während der DSAG hat ein Mitarbeiter von SAP das auch bestätigt. Wenn Sie sich gut vorbereiten, können Sie sich richtig viel Geld sparen. Und das ist einfach eine Aussage, die kam nicht von uns oder von der DSAG, das waren SAP-Mitarbeiter. Und das war eine Antwort auf die Frage, ob Lizenztools dabei helfen, bei der Migration, um auch letztendlich Lizenzen zu sparen. Und da war die Bestätigung, ja, wenn Sie das richtig nutzen, um die Lizenzen aufzuräumen, können Sie richtig gut viel Geld sparen. Bei dir. Ja, richtig. Also im Endeffekt, wenn eben jetzt die Frage im Raum steht, wie gehen Kunden damit um, nun erneut Geld in die Hand nehmen zu müssen, das ist nicht zwangsläufig immer der Fall. Also wenn die Transparenz über die Inventare wirklich da ist, die Inventare valide sind und ich in allen Bereichen nachvollziehen kann, also sowohl wie ist die Engine-Nutzung, wie stellen sich die Zugriffe auf die SAP-Systeme dar, die Nutzung durch die Named User der SAP-Systeme, quasi in der alten Welt. Und dann kann ich diese Inventare nutzen, dann kann ich auch den SOS nutzen, um dann entsprechende Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen. Das heißt, was würde passieren, wenn ich das jetzt eben über Digital Access
im Zusammenhang mit den Line of Business und den Core Access Produkten lizenziere. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig so, dass dann wirklich jeder Kunde noch mehr Geld in die Hand nehmen muss. Dass wir aber wirklich an den Punkt kommen, dass, so wie Matthias das gerade beschrieben hat, im besten Fall sogar auch Geld gespart werden kann, dafür muss eben diese Inventarqualität da sein. Wir haben noch eine Frage reinbekommen bezüglich rollenbasierten Tools. Wie sind die Interfaces zu einem Tool wie zum Beispiel SellPoint, MyID, das den Lifecycle John Mover lieber steuert? Berichtige mich, wenn ich hier falsch liege, Matthias. Aktuell gibt es im SOS keine Schnittstellen out of the box zu Drittherstellern. Jetzt insbesondere, wenn wir von Identity Management oder Identity Access Management Tools sprechen. Was wir in solchen Fällen dann eher machen, ist, dass wir die Ergebnisse, die uns die Optimierungsberichte aus Snow liefern, exportieren und je nachdem, was es dann oder je nachdem, was dann das Dritttool für Schnittstellen liefert, diese Ergebnisse oder diese Exports dann entsprechend importfähig machen für das Dritttool, dass sie dann dort weiterverarbeitet werden können. Also beispielsweise, ich habe jetzt aktuell konkret einen Fall, wo wir ein IDM-System anbinden bei einem Kunden, das über eine LDAP-Schnittstelle angebunden werden kann. Und da lassen wir jetzt tatsächlich auch von den Kollegen von Snow einen Connector entwickeln, weil diese LDAP-Schnittstelle ist grundsätzlich schon da, da ich auch das AD an den SOS anbinden kann. Und dann hätte ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, aus dem IDM-System heraus die Informationen aus Snow über diese LDAP-Schnittstelle abzugreifen. Also es ist wirklich sehr stark abhängig von der Architektur des Dritttools letztlich. Hier ist noch eine Frage gekommen. Ich schaue gerade. Kennen Sie Kunden? Genau, das bezieht sich auf die Frage, kennen Sie Kunden, welche auch ohne neue User-Typen und ohne Digital Access in S4HANA unterwegs sind? Und da kam dann jetzt noch eine Ergänzung dazu. SAP S4HANA Enterprise Management for ERP Customers beziehungsweise S4HANA Foundation Promotion ist gleich Promotion, um User-ECC-Lizenzen auch im S4HANA nutzen zu können. Ist das eine Frage? Ich muss jetzt ganz... Hinweis, ich glaube, es ist eine Bestätigung. Ich glaube, das ist dieses minimale Paket von 9.990 Euro, was man da darauf hinweist. Ja. Dann kann man die neue, auf die alte Lizenz auch in eine neue Version weiter nutzen. Okay, alles klar. Wenn wir jetzt ansonsten keine weiteren Fragen haben und ich gucke und es tippt gerade keiner mehr, dann haben wir jetzt entweder alle erschlagen und überfahren oder alle sind zufriedengestellt. Der zweite Fall wäre natürlich der präferierte. Dann bedanken wir uns sehr für Ihre Teilnahme, für die vielen Fragen, die auch diesmal wieder gekommen sind. Es freut mich persönlich immer sehr. Also offensichtlich sind die SAP-Themen nach wie vor sehr kritisch und mit viel Interesse behaftet. Und wir werden Ihnen im Nachgang die Aufzeichnung des Webcasts zuschicken. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Die Kontaktdaten stehen ja in den Folien mit drin. Und ansonsten presche ich jetzt schon mal vor und wünsche allen, die noch hier sind, eine schöne Restwoche. Danke auch von meiner Seite. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, besonders an euch beide, Alex, Matthias, besten Dank und machen Sie es gut.